Moin, meine Damen und Herren, willkommen zu den Pro-Trends. Was machen denn die Profis schon wieder, hä? Das heißt, heute werden wir wieder einen Blick darauf werfen, was denn die Szene so zockt, beziehungsweise welche Champions sie miteinander kombinieren und ihr das bitte nicht macht. Ah, don't do it. Vielleicht als einzige Ausnahme unser erstes Beispiel, und zwar Silas im Jungle. Silas wurde ja mehrere Mals angepasst, auf der Lane war es ziemlich schwierig, das bedeutet der Kettenschaden, der Passive-Schaden, alles hat irgendwie mit Minions zu tun und die Leute haben gesagt, ah, da irgendwann kein Bock mehr, ab in Jungle mit dem Jungen und da wird er wirklich, wirklich sehr, sehr gerne und vor allen Dingen in der Pro-Szene sehr effektiv gespielt. Das heißt, die Bunrate ist leider ein bisschen hoch, das heißt, wir werden nicht so oft Zeuge davon. Fakt ist aber, dass Silas in dieser Form bzw. auf dieser Position sehr viele positive Dinge mitbringt. Erstens ist es natürlich ein kleiner Flex-Pick, das bedeutet, G2 freut sich da schon wieder, weil sie natürlich sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten dadurch haben und er hat vor allen Dingen auch die Möglichkeit, sehr, sehr viel Sustain aufzubauen, um gut durch den Jungle durchzukommen, plus ein gewisses Duellpotenzial. Auf dem 14er-Patch kriegt er ja einen guten Magic Shield, das heißt, gegen so etwas wie Elise oder ähnliches oder viele Midlaner kann er dadurch gut und effizient ganken, ohne sofort aufs Maul zu kriegen, denn man spielt ihn nicht mit Aftershock. Das Ganze kann man zwar nach wie vor machen, wenn man lustig ist, na, aber die meisten nehmen jetzt Conqueror mit, was die vorherigen Fakten nochmal massiv verstärkt. Silas Jungle funktioniert mit Conqueror absolut tödlich, da er nicht nur in der Midi-Form die Stacks relativ schnell bekommt, sondern er hält sie lange, okay? Conqueror ist für Melees gemacht, da jeder Stack 8 Sekunden hält. Das ist unfassbar lang, okay? Das ist wirklich unangenehm lang. Das heißt, Teile seines Schadens werden nicht nur in True Damage konvertiert, sondern er sorgt auch dafür, dass er deutlich mehr Sustain bekommt, gerade wenn er im Conqueror-Mode das W aktiviert, was der prozentualen Schaden macht, weshalb der True Damage nochmal richtig reinböllert und dadurch das Healing schlichtweg lächerlich ist. Andere Punkte, die noch hinzukommen, sind die Tatsache, dass er Runic Echo gehen kann. Das heißt, er hat den besten Jungle-Item-Power-Spike. Runic ist einfach nur busted im Vergleich zu den anderen. Und damit ist er natürlich dank des natürlichen Roaming-Verhaltens im Jungle auch in der Lage, alle Ultimates gut einzusetzen. Ein Silas Mitte hat im Prinzip nur den anderen Midlaner, mit dem er erstmal für längere Zeit spielen kann. Vielleicht kann er nochmal den einen oder anderen Jungler beklauen. Im Jungle ist es kein Problem. Du hast da die größte Variation von allen und dadurch auch nicht das Passive Punishment. Normalerweise stealst du ja eine Ult und brauchst sehr lange, ehe du es erneut darfst, also wenn es das gleiche Ziel ist. Dieses Cooldown Punishment existiert natürlich trotzdem, fällt aber im Jungle nicht so hart aus. Sieh das Jungle also top-notch. Eine andere Kombination, die auch hier für den Titel verantwortlich ist, ist Rengar Ivern. Ihr habt wahrscheinlich alle die krassen Plays von Jankos und Caps gesehen. Das bedeutet, sie haben Ivern Jungle und Rengar Midlane gezockt. Das ist eher so eine Rarität. Sieht sehr nach Troll aus, aber die beiden haben das wirklich gut gespielt. Bei der ESL-Meisterschaft allerdings war das Ganze kein Spaß mehr. Das bedeutet, es wurde so ein Stück weit getestet von Big und die haben das Ganze dann auch im Ligaspiel probiert und damit eine Taric-Sona-Lane zerstört. Hier muss man natürlich dazu sagen, dass Taric-Sona sehr anfällig für so eine Combo sind. Na, das muss man dazu sagen, das Punishment ist also vergleichsweise klein und Ivern liegt natürlich großen Wert darauf, mit den Büschen für Rengar zu arbeiten. Na, das heißt, Rengar kann wie wild durch die Gegend springen, hat dadurch einen optimalen Gap-Close und natürlich einen sehr, sehr hohen Burst-Schaden, den du nach wie vor für eine Sona oder ähnliches benötigst, na, damit diese Lane auch wunderbar verläuft. Das ist jetzt keine super mega krasse Combo, man sollte es auf jeden Fall nicht spielen. Don't do it. John und ich haben das jetzt mehrmals versucht. Wir haben es getestet und es ist wirklich sehr, sehr schwer und mechanisch anspruchsvoll, gerade wenn der Gegner eine Meta-Botlane spielt mit viel Poke oder deutlich mehr Waveclear, dann kriegst du auf jeden Fall ein Problem. Die Grundidee ist aber not bad, wenn es darum geht, eine andere Lane zu stompen, was ja aktuell sowieso das die Kernkompetenz sein sollte, wenn man kompetitives League of Legends spielt. Das bedeutet, bereits im Midgame zu gewinnen. Und das geht natürlich mit Rengar Ivern ziemlich gut. Naja, und der letzte Trend sind ungewöhnliche Supporter an sich. Das heißt, Rengar und Ivern ist eine super seltsame Kombination, aber aktuell wird sowas wie Volibear gerne auf der Botlane gespielt. Wir haben Sejuani Botlane kombiniert mit Yasuo bzw. anderen Melees gesehen. Und das sind alles Dinge, die nicht nur einfach so im Solo-Queue gezockt werden und quasi getrollt wird, sondern der kompetitive Bereich nähert sich diesen Picks immer schneller an. Vor allen Dingen nicht nur in EU, die so Gefühl das Ganze erfunden haben. Na, G2 ist ja sehr verspielt. So. sondern das verteilt sich auch großzügig auf die anderen Kontinente. Na, das heißt, in China als auch in der LCK, also im koreanischen Raum, wird ebenfalls deutlich, deutlich mehr experimentiert, wo man auch mal einen Pantheon oder ähnliches sieht, die ja normalerweise kompetitiv nicht sehr hoch angesehen werden. Was definitiv not bad ist und so eine Vielfalt, wie gesagt, für Solo-Queue ist sehr toxisch, wenn die Leute das nachmachen wollen. Es klappt einfach nicht. Aber bezogen auf die kommenden Worlds, die ja auch wieder in Europa sein werden, freue ich mich absolut
denn da scheint dieser chaotische, schnelle, midgame-orientierte Spielstil definitiv Früchte zu tragen und solche kleinen Cheesy Picks gehören da auf jeden Fall dazu. Schön, im Prinzip soll das schon gewesen sein. Wie gesagt, nur eine kleine Ausgabe. Ich bin hier noch ein bisschen am Hustlen, am Stream. Na, ich wünsche dir einen wundervollen, entspannten Tag. Haut rein und viel Spaß beim Ranked.